Hallo? Hallo? I kind of feel bad to say it because I come from a farming family, but like half of the European budget. Like that's why we're here, we want to somehow share some ideas. Yeah. Ja, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auf so einer lokalen und persönlichen Ebene dann auch gerade junge Leute mit einzubeziehen, um gegen diesen Vorwurf des abgeschotteten Brüssels und Europas entgegenzuwirken. Und ich meine, wir sind auch die Zukunft. Uważam, że ważne jest, aby młode pokolenie zostało usłyszane przez europejskich polityków, ponieważ to my będziemy żyli w przyszłej Europie i powinniśmy mieć wpływ na to, jak ta Europa będzie wyglądała, w jakiej rzeczywistości chcemy żyć. Unsere große Stärke einfach ist, dass wir naiv und radikal sind und damit eben in der Lage sind, außerhalb der Box zu denken, also dass wir neue Ideen auf den Tisch bringen können. Potrzebujemy większej solidarności w ramach całej Unii Europejskiej, w ramach wszystkich instytucji, nie tylko politycznych, ale też gospodarczych, takich jak chociażby Unia Monetarna, czy w przyszłości może Unia Fiskalna. A tylko bezpośrednie spotkania mają siłę przekazu, taką, która nie da się w jakiejkolwiek innej formie zastąpić po prostu tym dotarciem do serc i do umysłów. Więc myślę, że tego typu spotkania są niezwykle ważne. Also herzlich willkommen an alle polnischen Gäste. Manche haben einen sehr weiten Weg auf. Eher etwas skeptisch oder unzufrieden, Erotikarte. Also für einen Bürgerdialog ist schon wichtig, dass man nicht nur die richtige Frage stellt, aber dass man auch einander zuhört. Dass die Politiker auch kommen, um zu hören, was die Bürger zu sagen haben. Und ihr habt selber einige Ideen entwickelt und auch eine Frage an unsere Politiker. Wie will die EU die Daten von EU-Bürgern von ausländischen Firmen schützen? Das Einzige, was die Leute sehen wollen außerhalb Europas, ist, wird Europa jetzt mit einer Stimme sprechen oder werden wir wieder ein Land gegen das andere Land ausgespielt werden? Es ist ein Schicksalsmoment für Europa heute. Obywatele w Polsce potrzebują wsparcia Unii Europejskiej w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, bo my sobie poradzimy. Ale potrzebujemy tego wsparcia Unii Europejskiej, jak gdyby potwierdzenia, że to my obywatele mamy rację. Herzlichen Dank. Budujemy. Von der Idee, dem Europäischen Parlament ein eigenes, wie soll ich sagen, Vorschlagsrecht zu geben. Wir müssen darauf achten, dass alle von diesem Europa auch einen individuellen Mehrwert haben. Und das kann in einem Mehr an sozialer Sicherheit liegen, das kann hin zu sozialer Gerechtigkeit führen und das wird Europa nicht schwächen, sondern es wird es stärken. Das hat so viel Spaß gemacht. Das hat so, wir haben konkrete Fragen beantwortet, wir haben gespürt, dass es wirklich eine Lust auf Europa gibt hier. Dass die Leute verstehen, dass unser Schicksal zusammen in diesem Europa geschafft wird. Tylko wyprzedzę, to jest gotowi zimy we wstępie.